Nächster Redner hat Stefan Stracke von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Gute Arbeitsmarktpolitik ist gute Sozialpolitik, meine sehr verehrte Präsidentin, meine werten Kolleginnen und Kollegen. Und wenn Klaus Ernst hier ein Zerrbild der Realität kennzeichnet, dann ist es eher Ausdruck der Politik von den Linken, hier meistens das darzustellen, was Populismus vermeintlich auslöst. Aber tatsächlich ist die Realität in diesem Land eine ganz andere. Und dieser Haushalt des Bundesarbeitsministeriums steht dafür. Er steht für den sozialen Zusammenhalt in dieser Gesellschaft. Und der Grund hierfür ist eine gute Arbeitsmarktlage. Der Arbeitsmarkt ist robust. Und davon profitieren vor allem diejenigen, die es oftmals deutlich schwerer haben auf dem Ausbildungsarbeitsmarkt. Das sind die Langzeitarbeitslosen, das sind die Älteren, das sind die Personen mit Handicap, und zwar überproportional. Und deswegen ist es gut, dass wir so eine gute Arbeitsmarktpolitik machen. Und es profitieren vor allem auch diejenigen, die aus dem Erwerbsleben schon ausgeschieden sind, weil sie Rentnerinnen und Rentner sind. Jetzt haben wir die höchste Rentenerhöhung seit über 20 Jahren. Das zeigt, die beste Sozialpolitik ist genau das, was wir tun als große Koalition. Und dass die Arbeitsmarktlage, meine sehr verehrten Damen und Herren, alles andere als so ein Selbstgänger ist, ist auch selbstverständlich. Deswegen müssen wir darauf achten, dass diese Entwicklung so bleibt, wie sie ist. Der Mindestlohn beispielsweise wird jetzt zum ersten Mal, zum 1. Januar 2017 erhöht. Festgelegt durch die Mindestlohnkommission, nicht politisch, sondern von den Tarifvertragsparteien. Das ist gut und richtig. Wir stehen für einen angemessenen Mindestschutz für die Arbeitnehmer, faire und funktionierende Wettbewerbsbedingungen und einen Mindestlohn, der eben auch Beschäftigung nicht gefährdet. Und das muss man auch bei all diesen Diskussionen mit in den Blick nehmen. Die Evaluation steht noch aus und wir haben noch viele Baustellen, gerade im Mindestlohnbereich, der noch offen ist. Da wurde ja auch vieles angekündigt, allerdings noch nicht umgesetzt, rechtssichere und verlässliche Lösungen für ehrenamtliche Tätige, Arbeitgeberhaftung und die Erleichterung bei den Dokumentationspflichten. Wir haben jetzt eine Regulierung der Zeitarbeit und der Werkverträge uns vorgenommen. Nach langen und zähen Ringen liegt jetzt hier ein Kabinettsentwurf vor. Und wir haben von Anfang an deutlich gemacht, wo unsere Einwände stehen. Ich glaube, bei dem Thema Werkverträge haben wir jetzt eine Lösung gefunden, die Innovationskraft unserer Betriebe nicht gefährdet. Allerdings werden natürlich neue Brüche entstehen im Bereich der Zeitarbeit, gerade in dem Zusammenspiel zwischen der Höchstüberlassung und dem Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ich kann nicht nachvollziehen, dass es Ausdruck einer vernünftigen Arbeitsmarktpolitik sein soll, dass gerade Experten, die länger arbeiten, wie beispielsweise über 18 oder wenn die Tarifvertragsparteien noch weitere Öffnungen vorlegen, Monate hinweg, dass die dann zu den Verlierern zählen sollen. Und wir brauchen sicherlich auch rechtssichere und bürokratiearme Definitionen, insbesondere Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Sanktionen. Sind natürlich richtig, auch was den Missbrauchbekämpfung angeht bei der Zeitarbeit. Aber auch da gilt, die Balance muss stimmen. Wir müssen hier darauf achten, dass es nicht zum Übermaß wird. Ich hoffe mal auf ideologiefreie Diskussionen. Und bei der Entgeltgleichheit, auch da wollen wir den gleichen Lohn für gleiche Arbeit bei Frauen und Männern. Aber auch hier gilt, weitere Bürokratie und Unfrieden in Betrieben ist nicht der richtige Weg. Und deswegen bin ich dankbar, dass die Familienministerin jetzt endlich erkannt hat, dass man den Weg suchen sollte in Gesprächen mit den Tarifvertragsparteien und damit man einvernehmlich dann auch zu Lösungen in diesem Bereich kommt. Wir haben jetzt im letzten Jahr die größte Migrationswelle erlebt seit dem Zweiten Weltkrieg. Tausende Menschen kamen zu uns und drängen jetzt auch allmählich auf dem Arbeitsmarkt. Allerdings steigt die Arbeitslosigkeit unter den Flüchtlingen leider schneller als die Beschäftigung. Die Bundesarbeitsagentur rechnet damit, dass 350.000 Flüchtlinge ins Hartz-IV-System in diesem Jahr gelangen können. Integration dauert lange, kostet viel Geld und klar wurde jedenfalls auch, die Flüchtlinge sind nicht die Lösung des Fachkräftemangels. Wir stellen uns diese Aufgabe und haben von Anfang an die Stellschrauben richtig gesetzt. Spracherwerb,
Das ganz Zentrale in diesen Bereichen, Kompetenzerfassung, praktische Arbeitserprobung und intensive Beratung und Begleitung. Und dabei sind wir jetzt deutlich besser aufgestellt als noch vor einem Jahr. Und wir sollten auch unseren Augenmerk darauf richten, wie denn die Beschäftigung von Frauen beispielsweise aussieht, gerade unter den Migrantinnen und Flüchtlingen. Da müssen wir das Augenmerk sicherlich erhöht darauf nehmen. Und mit dem Integrationsgesetz haben wir die Rahmenbedingungen nochmals deutlich verbessert. Wir setzen eine Vielzahl an Angeboten, aber auch Anreizen. Das Angebot an Integrations- und Sprachkursen erheblich ausgeweitet. Ausbildungsförderung wird erleichtert, vieles mehr. Wer sich anstrengt, wer durch Spracherwerb und Arbeit seinen Beitrag zur Integration leistet, der hat in diesem Land alle Chancen, insbesondere auf Einstieg in diese Gesellschaft. Umgekehrt gilt dann auch, derjenige, der seine Integrationsmaßnahmen abbricht, der seine Mitwirkungspflichten verletzt, der muss mit Leistungssanktionen rechnen. Und deswegen setzen wir das Prinzip des Fördern und Forderns sehr konsequent um. Und wir wollen vor allem kein Gegeneinander und auch kein Nebeneinander von gesellschaftlichen Gruppen. Deswegen haben wir jetzt auch eine Wohnsitzauflage gemacht. Und Bayern setzt diese als eine der ersten Bundesländer auch um. Wir wollen nämlich keine Parallelgesellschaften. Und deswegen setzen wir dieses Prinzip der Wohnsitzauflage dort, wo die Menschen jetzt schon leben, dass sie dort auch nach besten Kräften eine Arbeit aufnehmen. Und die Wohnsitzauflage wird auch kein Hindernis für den Arbeitsmarkt sein. Der Wohnsitz folgt der Arbeitsstelle. Und der Freistaat Bayern hat sich hier besonders gut aufgestellt. Fördern und fordern ist unsere Philosophie im Umgang mit Migranten und Flüchtlingen. Und der Blick nach Bayern kann einmal mehr hier als Vorbild dienen. Die dort gestartete Initiative der Bayerischen Staatsregierung zusammen mit der Bayerischen Wirtschaft und der Regionaldirektion Bayern ist ein Erfolgsmodell. 24.000 Flüchtlinge sind bereits jetzt in Praktika, Ausbildung und Arbeit. Das Ziel war an sich, bis zum Ende 2016 20.000 zu erreichen. Wir sind jetzt schon deutlich drüber. Das zeigt, diese Initiative ist das Richtige und wir sind auch auf dem richtigen Weg in diesen Bereichen. Wobei ich allerdings nicht geringschätzen will, wenn man sagen wir mal, die Zahlen ansieht, die übergroße Zahl derjenigen, die sich im Arbeitsleben integriert haben, sind im Helferbereich unterwegs, gerade im Gastronomie, Hotellerie, in der Logistik. Deswegen ist eben auch klar, dass Flüchtlinge vor allem nicht eine Lösung, jedenfalls kurzfristig sein können, für den Bereich der Arbeitsmarktintegration für Hochqualifizierte. Zuwanderung muss begrenzt werden. Alleine schon aufgrund der Aufnahmefähigkeit in unseren Arbeitsmarkt hinein, keine neuen Pull-Faktoren setzen, keine Wiederholung der unkontrollierten Zuwanderung 2015. Dabei dürfen wir auch nicht nur die Migration aus Drittstaaten in den Blick nehmen, sondern auch die innereuropäische Migration. Das ist nämlich, was von den europäischen Staaten nach Deutschland an Migrantinnen und Migranten kommen. Diese ist nämlich nicht zu unterschätzen. Freizügigkeit in Europa, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ein hohes Gut. Aber wir müssen aufpassen, dass keine Einwanderung in unsere sozialen Sicherungssysteme stattfindet. Sozialleistungen zu ersetzen, das ist der falsche Weg. Und deswegen müssen wir die Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes auf dem schnellsten Wege entsprechend korrigieren. Die Frau Nahles hat hier als Bundesarbeitsministerin Ende 2015 bereits Korrekturen angekündigt. Diese stehen immer noch aus und reine Ankündigungen beeindrucken keinerlei Sozialrichter. Und die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts verfestigt sich von Tag zu Tag. Dies müssen wir konsequent verändern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Menschen in unserem Land sind, ich glaube, gegen die zentralen Lebensrisiken sehr gut abgesichert. Wir geben jeden zweiten Euro aus dem Bundeshaushalt für die soziale Sicherung aus. Ein unglaublicher Betrag. Und der Sozialstaat in Deutschland funktioniert, insbesondere auch was den Ausmaß der Umverteilung angeht. Wenn ein Viertel der Reichsten beispielsweise zu über 60-70% für die Erhöhung oder für die Einkommensteuer beitragen, dann zeigt dies beispielhaft,
wie gut die Umverteilung in diesem Land funktioniert. Und da braucht es auch keinerlei Schaum vom Mund, sondern zeigt, wir müssen hier letztlich sagen, der Sozialstaat funktioniert, aber er kommt auch an seine Grenzen. Wollen wir nicht die Lasten für diejenigen, die ihn tragen und erwirtschaften, überdehnen? Und deswegen spielt auch die Rentendebatte so eine wichtige Rolle. Und hier müssen wir nichts über das Knie brechen, sondern vor allem besteht kein Anlass für eine Generalrevision der Rentenpolitik. Unser Ziel ist es vor allem, diejenigen, die ein Leben lang gearbeitet haben, dass diese auch weiterhin im Alter die Lebensstandardsicherung haben. Dafür werden wir auch in Zukunft entsprechende Vorschläge vorlegen. Altersvorsorgepflicht für Selbstständige, der Erwerbsminderungsschutz und vieles mehr steht hier im Vordergrund. Diese Diskussion zeigt, wir können, glaube ich, stolz darauf sein, was diese Große Koalition unter Unionsführung in den letzten Jahren erreicht hat. Und auf diesem Weg wollen wir weitermachen. Herzliches Dankeschön. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Corinna Ruffer von der Fraktion Bündnis 90 Die Linke, Bündnis 90 Die Grünen das Wort.